Guten Morgen und herzlich willkommen. Ich darf Sie ganz herzlich zum Vertiefungsformat heute Morgen begrüßen im Rahmen des FZIs Open House 2022. Schön, dass Sie sich für das Thema Process Mining im Software Engineering entschieden haben und jetzt die nächsten 1,25 Stunden mit uns gemeinsam darüber nachdenken wollen. Ich darf ganz kurz die Referentinnen ganz herzlich begrüßen und vorstellen. Wir werden den Vortrag zu dritt gemeinsam gestalten. Zum einen Dr. Thomas Kahle. Er arbeitet bei der Horus Software GmbH bzw. ist dort Chief Operation Officer und Executive Consultant und berät in dieser Funktion verschiedenste Unternehmen aus der Industrie in der Anwendung von Prozessen und in der Nutzbarmachung von Geschäftsprozessen im Unternehmen. Die Horus Software GmbH ist Teil der Promatis Unternehmensgruppe und Herr Kahle hat am KIT promoviert im Themenbereich kollaborative Softwareentwicklung. Mit dabei ist auch Clemens Schreiber. Er ist aktuell am Promovieren am KIT, ganz konkret am Institut AIFB in der Forschungsgruppe von Professor Oberweis. Und er interessiert sich dort unter anderem für Process Mining und bringt das in verschiedene Forschungsprojekte mit ein, zum Beispiel ganz aktuell in ein gerade laufendes Projekt Software Defined Car. In dieser Runde werden wir den Vortrag gestalten. Sie können sich gerne beteiligen durch Fragen und wir werden versuchen, darüber ins Gespräch zu kommen. Sie können die Fragen während dem Vortrag die ganze Zeit schon im Chat anmelden. Sie können entweder dort Ihre Frage reinschreiben und ich werde die dann später für Sie einbringen, oder Sie schreiben rein, dass Sie eine Frage haben und wir würden dann später Ihr Mikrofon und Ihre Kamera Ihnen erlauben zu starten. Und dann können Sie Ihre Frage selbst stellen und vielleicht auch noch mal besser erklären. Allerdings müssen Sie beachten, dass wir Bild und Ton von diesem Webinar aufzeichnen und danach auch veröffentlichen werden. Das heißt, wenn Sie nicht gesehen und gehört werden wollen, dann konzentrieren Sie sich auf den Textkanal, den Chat, den zeichnen wir nicht auf. Wenn Sie bereit sind, auch gesehen und gehört zu werden und aufgezeichnet zu werden und veröffentlicht zu werden, dann können Sie gerne den anderen Weg wählen und wir können freier ins Gespräch kommen. Soweit zur Einführung. Wir haben den konkreten Vortragstitel gewählt: Innovatives Softwareentwicklungsmanagement mit Hilfe von Process Mining. Wir haben gerade in der Keynote des FZIs Open House von Jörg-Sure Vetter gehört, dass die Nutzbarmachung von Daten viele Innovationen ermöglichen wird. Und jetzt in dieser Session mit dem Schwerpunkt Logdaten, Ereignis-Logdaten, ermöglichen Innovationen durch Process Mining, durch eine Technologie, die es ermöglicht, diese Logdaten analysieren zu können und wieder auf Prozesse zurückführen zu können. Und wir tun das mit einem gewissen Fokus. Process Mining ist als Werkzeug und als Methode viel breiter. Wir tun das mit einem gewissen Fokus, nämlich um das Softwareentwicklungsmanagement als solches zu verbessern. Das ist unsere Zielsetzung und dazu werden wir Elemente vortragen. Ich möchte einen kurzen Überblick geben. Wir gestalten den Vortrag so, dass wir uns abwechseln als Sprecher. Ich werde zunächst aufzeigen, wie sich die Vorgehensmodelle im Software Engineering gewandelt haben und weiter im Wandel befinden. Dann werden wir aus der Praxis mit Dr. Thomas Kahle hören, wie sich Implementierung von Unternehmenssoftware in der Praxis entwickelt und verändert, wie sie heute ist. Dann wird Clemens Schreiber die Process Mining Grundlagen beschreiben. Ich werde dann nochmal erörtern, wie Process Mining sich in den Dienst der Vorgehensmodelle des Software Engineering stellen kann, also den Zusammenhang herstellen. Und dann freuen wir uns auf eine Live-Demo. Clemens Schreiber wird zwei Tools zeigen, ein kommerzielles und ein Open-Source-Tool, um Process Mining in diesem Kontext realisieren zu können. Und die Tools einführen. Und Herr Kahle wird dann wieder aus Sicht der Industrie ein Fazit ziehen und einen Ausblick geben. Und dann bleibt Zeit für Ihre Fragen. Wir haben so geplant, dass wir eine Stunde in der Vortragsdauer unterwegs sind und dann haben Sie noch eine Viertelstunde Zeit für Fragen und wir haben danach auch noch die digitalen Kanäle des FZIs Open House für vertiefende Fragen.
Wie wandeln sich Vorgehensmodelle? Sie alle haben ein Verständnis des Begriffs Vorgehensmodelle und ich würde nur ganz knapp nochmal einführen. Ein Vorgehensmodell ermöglicht unter Zuhilfenahmen von verschiedenen Komponenten wie Aktivitäten, die darin geordnet sind, Rollen, die einzelne Aktivitäten ausführen, aber auch Sprachen wie eine Modellierungssprache für einen Prozess oder Techniken und Werkzeuge, eine planvolle Lösung eines Problems aus einer Herausforderung, ein Ziel zu erreichen. Und unterschiedlichste Vorgehensmodelle haben sich als Unterstützung im Bereich Softwareentwicklung etabliert, beziehungsweise hatten Phasen, in denen sie ganz bedeutsam waren oder haben bestimmte Anwendungsbereiche, in denen sie ganz bedeutsam sind. Sie kennen wahrscheinlich alle klassische Modelle wie das Wasserfallmodell. Ich weiß nicht, ob Sie es in der Praxis schon mal angewandt haben, in der Reihenform wahrscheinlich nicht, aber ich vermute, es ist Ihnen geläufig als Begriff. Und gleichzeitig kennen Sie agile Methoden wie Scrum. Auch da bin ich gespannt, ob Sie es wirklich in der Reihenform angewandt haben oder ob Sie von der ursprünglichen Scrum-Lehre abgewichen sind und eine Variante gewählt haben, die für Ihr Unternehmen passt. Und aus den unterschiedlichsten Vorgehensmodellen entwickelt sich auch immer ein neues Vorgehen oder man adaptiert ein Vorgehen für das jeweilige Unternehmen und den jeweiligen Kontext. Ich zeige Ihnen gerade hier eine High-Level-Übersicht eines bei der Promatis etablierten Vorgehensmodells und dort der Herausforderung, dass es nicht das eine Vorgehensmodell gibt, was für alle Projekte in allen Setups passt, sondern dass es dort auch verschiedene Vorgehensmodelle bedarf. Von dem klassischen Vorgehensmodell bis zu dem agilen Vorgehensmodell und in der Realität auch hybride Vorgehensmodelle. So bin ich gespannt, was diese Vorgehensmodelle in der Praxis bedeuten, wie die Vorgehensmodelle momentan eingesetzt werden und freue mich, dass wir dafür auch einen Praxisvertreter da haben. Thomas Kalle, du darfst übernehmen und uns sagen, wie die Praxis dazu aussieht. Vielen Dank, Sascha. Jetzt würde ich gerade meinen Bildschirm teilen. Moment. So. Sie sehen meinen Bildschirm, Sascha? Wir sehen den Bildschirm, jawohl. Ja. Ja, vielen Dank für die Überleitung. Wir haben jetzt ein bisschen was gehört über Vorgehensmodelle. Was ich zunächst mal berichten wollte, wäre einfach über die Herausforderungen, die wir in der Praxis haben bei der Implementierung von Unternehmenssoftware, wo es halt, ich sage mal, nicht nur um die reine Entwicklung geht, sondern auch um die Einführung von Standardkomponenten und wo man viel auch mit Compliance auch zu tun hat, das entsprechend umzusetzen ist. Und da würde ich einfach mal kurz die Herausforderung darstellen, dass Sie sehen, dass das mit den Vorgehensmodellen bei Unternehmenssoftware vielleicht gar nicht so einfach ist, wie man sich das zunächst mal vorstellt. In der Regel kommt man natürlich von Anforderungen. Ich denke, das, was jedem da einfällt, sind so rein funktionale Anforderungen, die man hat, die dann von den einzelnen Fachbereichen kommen, von Finance, vielleicht vom Human Capital Management, vom Vertrieb oder vom Marketing. Dann kennen wir alle die nicht funktionalen Anforderungen, die auch entsprechend umzusetzen sind. Anforderungen an Performance oder an ja, eine gewisse Stabilität vom System. Aber was immer mehr dazu kommt und was bei Unternehmenssoftware auch ein Faktor ist, den man nicht unterschätzen darf, das sind einfach Anforderungen an Compliance, also Gesetzeskonformität und die Einhaltung von internationalen Richtlinien, aber gegebenenfalls auch von internen Richtlinien im Konzern, die auch bei so einer Implementierung zu berücksichtigen sind. Und wenn man sich das anguckt, was dann letztendlich zu tun ist, dann muss beim Aufbau oder beim Design von so einer Gesamtlösungsarchitektur müssen diese ganzen Punkte berücksichtigt werden und in einer entsprechenden Lösung dann umgesetzt werden. Und es geht um Geschäftsprozesse, wie der Herr Albers auch am Anfang auch gemeint hat. Also Geschäftsprozesse sind natürlich wichtig und natürlich die ganzen Funktionen, die entweder mit Standardbausteinen konfiguriert werden müssen oder mit Softwareentwicklungstools entwickelt werden müssen.
Und am Ende von so einem Projekt oder letztendlich, um das Ganze dann, dann irgendwann in Produktion nehmen zu können, muss die Umsetzung dann entsprechend validiert werden. Und da sind dann entsprechende Testfälle erforderlich, die halt die, die Anforderungen nochmal validieren, dass man ein Gesamtsystem gebaut hat, das man tatsächlich in Produktion nehmen kann. Und es ist halt so, dass in der Regel so eine Unternehmenssoftwarelösung aus vielen verschiedenen Komponenten besteht. Wie gesagt, das sind teilweise Dinge, die entwickelt werden, aber das sind auch Dinge, die dann über die entsprechenden Softwarekomponenten dann, dann konfiguriert werden müssen. Wenn man sich dann die Beteiligten in so einem Projekt anguckt, dann sieht man, dass eigentlich so, ich sage mal, das ganze Unternehmen beteiligt ist. Das ist sicher auch eine sehr große Herausforderung. Das geht teilweise so weit, dass bei der Implementierung von Unternehmenssoftware teilweise das auch Auswirkungen aufs Geschäftsmodell hat. Also wir haben, ich habe das auch gerade in einem aktuellen Projekt, wo während der Implementierung von der Unternehmenssoftware man sich Gedanken gemacht hat, ob man Teile vom Geschäftsmodell, ich sag mal, in Zukunft nicht mehr anbietet, weil es wahrscheinlich dann vielleicht zukünftig auch nicht mehr rentabel ist, aus verschiedenen Gründen. Also solche Diskussionen können in so einem Projekt hochkommen und man braucht die Entscheidung deswegen auch von der, von den Geschäftsführern, die sind involviert. Dann die entsprechenden Process Owner, die halt für die einzelnen Geschäftsprozesse der Bereiche dann verantwortlich sind. Dann gibt es die, die halt die Prozesse dann auch definieren und mit entsprechenden Modellierungswerkzeugen dann auch hinschreiben. Die fachlichen Teilprojektleiter, die dann verantwortlich sind für die fachliche Umsetzung in den Bereichen. Dann die Key-User, die Anwender des Systems oder die dann wieder die Endanwender dann betreuen und dann verantwortlich sind für die fachlichen Anforderungen. Die funktionalen Berater, die Konfiguration dann machen an den Standardkomponenten und die Entwickler, die Add-on-Komponenten dann mit den entsprechenden Programmiersprachen dann entsprechend umsetzen. Also man sieht, da ist im Prinzip, sind viele Menschen aus völlig unterschiedlichen Disziplinen in so einem Projekt beteiligt, was eine große Herausforderung ist. Und die müssen natürlich alle miteinander sprechen. Darüber hinaus gibt es noch das Projektmanagement, das gucken muss, dass die Kommunikation über diese Bereiche hinweg auch stattfindet, um gemeinsam dann eine Lösung zu definieren, gemeinsam mit dem Lösungsarchitekt. Und das ist sicher eine sehr große Herausforderung in jedem Projekt, dass man die ganzen Rollen eben bei der Umsetzung mit einbindet und auch entsprechend im Entwicklungsprozess, im Vorgehensmodell dann entsprechend berücksichtigt. Und wir haben anfangs schon gehört über verschiedene Typen vom Projektmanagement, das klassische Projektmanagement, wie man es vielleicht kennt vom Wasserfallmodell oder vom V-Modell, das ja zurzeit so ein bisschen verpönt oder aus der Mode ist. Und auf der anderen Seite, was ja derzeit im Trend liegt, das agile Projektmanagement. Wenn man so die zwei generellen Arten mal gegenüberstellt, dann sieht man, dass die Fixpunkte halt unterschiedlich sind. Das heißt, wir haben beim klassischen Projektmanagement eher einen Fokus auf den eigentlichen Scope. Das heißt, da ist klar definiert oder es muss im Rahmen vom Projekt genau definiert werden, welche Funktionen dann im Rahmen vom Projekt umgesetzt werden. Und dieser Scope ist fix. Was sich dann ändern kann, dass man im Rahmen der Implementierung dann feststellt, wie es manchmal in Projekten vorkommt, man kann vielleicht den einen oder anderen Termin nicht halten. Termin wird geschoben, was äußerst selten natürlich vorkommt. Die Kosten übersteigen das, was geplant ist. Passiert natürlich auch häufig, dass auch Kosten vielleicht nicht eingehalten werden, wie wir sie ursprünglich geplant haben. Das heißt, Termine und Kosten können abweichen. Der Scope ist in der Regel vorgegeben und definiert. Ganz im Gegensatz dann zum agilen Projektmanagement, wo man vielleicht eine gewisse Anzahl von Sprints im Prinzip vorgesehen hat. Dadurch hat man auch per Definition einen Endtermin und man hat auch entsprechend definierte Kosten. Was sich aber im Rahmen der Entwicklung ändert oder was sich ändern kann, ist der eigentliche Scope, der dann im Rahmen vom Projekt dann entsprechende Anpassungen erfahren kann, sodass man am Ende, wenn die entsprechende Zeit abgelaufen ist, ein System zur Verfügung hat, mit dem man dann entsprechend live geht.
hat beides seine Legitimation, aber wenn man das bei Unternehmenssoftware betrachtet, dann ist es nicht ganz so einfach. Ich habe mal versucht, einfach auf Basis, wie wir das auch bei uns machen und auf Basis von gewissen Erfahrungswerten, ja mal auch die Frage zu stellen, was ist denn bei Unternehmenssoftware-Implementierungsprojekten, was ist denn da das richtige Vorgehensmodell? Und ich denke, die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Man muss dann sich tatsächlich mal die einzelnen Bereiche angucken und mal bewerten, habe ich da einen sehr hohen Anteil von Compliance-Anforderungen, von gesetzlichen Anforderungen, beziehungsweise ist ein Bereich geeignet für ein agiles Verfahren oder ist es eher ungeeignet? Und da gibt es durchaus Unterschiede, die, ich sage mal, auch relativ klar sind, wenn man sich die einzelnen Bereiche anguckt. So haben wir beispielsweise im Finance natürlich einen sehr hohen Anteil an gesetzlichen Anforderungen, die einfach da sind und die umgesetzt sein müssen. Und da hat man auch keinen großen Spielraum, zu sagen, ich mache den Scope flexibel, ich tue das im Rahmen der Implementierung anpassen und mach vielleicht ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Das wird nicht funktionieren, weil Sie können sich vorstellen, wenn Sie eine Rechnung schreiben, da muss halt die Mehrwertsteuerzeile muss da entsprechend drauf sein und das muss stimmen und das muss entsprechend passen. Wir hatten beispielsweise die Mehrwertsteueranpassung jetzt während der Corona-Krise. War sicher so ein, kam relativ kurzfristig die Umsetzung. Da sind viele Unternehmen in Schwitzen gekommen, weil sie in den ERP-Systemen dies kurzfristig umsetzen müssten. Und es musste halt so umgesetzt sein, dass es halt für diesen Zeitraum, wo die Mehrwertsteuer dann reduziert war, für die Geschäftsprozesse von vorne bis hinten eben komplett sauber durchfunktioniert. Und deswegen hat man hier, ich sage mal, hohe gesetzliche Anforderungen. Aber ich sage mal, die Eignung, sowas jetzt agil zu machen, das ist da sicher schwierig. Bei Supply Chain Management haben wir auch einen relativ hohen Anteil an gesetzlichen Anforderungen. Ist sicher da auch schwierig, was einen agilen Einsatz von Vorgehensmodellen mit sich oder der Einsatz von Vorgehensmodellen, die agil sind, da sicher schwierig ist. Beim HCM ist es eher neutral. Ich denke, da gibt es Teile, wo man sehr klare gesetzliche Anforderungen hat, aber man hat auch einen Bereich, wo man ein bisschen flexibler gestalten kann. Das Ganze haben wir natürlich beim Customer Experience, ist es auch ähnlich. Dann gibt es natürlich Bereiche, die man sehr wohl dann auch agil machen kann. Sag mal beispielsweise einen Webshop oder Web-Applikationen, wo es jetzt nicht darum geht, wo die gesetzlichen Anforderungen dann eher im Hintergrund, im ERP-System dann abgedeckt sind, aber man letztendlich sich auf die Funktionalitäten konzentrieren kann, die man für das eigentliche operative System dann braucht. Bei Reporting-Systemen, bei BI-Lösungen hat man auch einen sehr großen Freiheitsgrad. Hängt natürlich an der Stelle auch ein bisschen davon ab, dass es fachlich bei diesen BI-Systemen dann geht, weil da kann dann schon auch die ein oder andere Compliance-Regelung dann reinkommen. Aber generell hat man hier natürlich einen größeren Freiheitsgrad. Um es auf den Punkt zu bringen, auf die Frage, was ist das richtige Vorgehensmodell für eine Unternehmenssoftware-Implementierung, gibt es keine pauschale Antwort. Das hängt letztendlich von den spezifischen Rahmenbedingungen im jeweiligen Projekt ab und muss dann entsprechend für das Projekt passend dann definiert werden. Und um dem Rechnung zu tragen, Sie haben ja letztendlich gesagt, wir brauchen alle Ansätze, aber je nachdem, mit welchen Rahmenbedingungen, dass wir es in Projekten zu tun haben, kann das tatsächlich ein klassischer Scope-basierter Ansatz sein. Es kann auf der anderen Seite auch ein agiler Ansatz sein, wenn es tatsächlich um die Entwicklung von einer Individualentwicklung geht, wo man jetzt relativ wenig gesetzliche Anforderungen haben, dann wird es agil gemacht. Und es gibt noch so was zwischendrin, was wir relativ häufig machen, so ein hybrider Ansatz, wo man von beiden Welten Konzepte verwenden für die Implementierung. Und wenn man es genau sieht, kann sogar sein, dass bei sehr großen Projekten dass verschiedene Modelle sogar im Einsatz sind und es dann vielleicht eher einen Programmcharakter hat, dass man sagt, man hat ein Programm und es besteht aus verschiedenen Projekten und die werden mit unterschiedlichen Vorgehensmodellen sogar abgewickelt. Sowas wäre auch möglich. Wenn wir uns jetzt mal
kurz in so ein Vorgehensmodell reinspringen, dass Sie das mal auch vielleicht gesehen haben. Das ist jetzt mal hybrid, weil agil haben wir schon, gibt es viel Literatur dazu. Es gibt auch zu den klassischen Vorgehensmodellen viel Literatur. Bei den Hybriden gibt es noch nicht so viel. Ich denke, das entsteht derzeit alles gerade. Und wie man sieht, ist das so ein bisschen eine Mischung. Also es sind Elemente, Konzepte aus der agilen Vorgehensmodellen mit drin. Hier in dem Beispiel Sprints, dass die eigentliche Implementierung in Form von Sprints dann durchgeführt wird, wo man eben nicht nur die Entwicklung durchführt, sondern wie gesagt, bei Unternehmenssoftware kommen eben noch andere Dinge dazu. Es muss konfiguriert werden. Es müssen Testcases vorbereitet werden, die dann eher der Fachbereich macht. Also es müssen viele Dinge, ich sage mal, parallel gemacht werden. Und das kann man in Sprints machen, muss dann natürlich die entsprechende Größe auch von den Sprints dann definieren zu Beginn. Aber was wir halt bei Unternehmenssoftware oft haben, vom Berichtswesen, das Management will informiert werden, wo stehen wir, was sind die Risiken. Wir haben auch klassische Projektmanagement-Aspekte und Konzepte dann drin in so einem Vorgehensmodell, wenn es hybrid dann durchgeführt wird. Wenn man sich das nochmal ein bisschen detaillierter anguckt, dann sieht man hier die einzelnen Tasks, die dann im Rahmen von so einem Projekt bei der Implementierung dann ausgeführt werden müssen. Da ist hier beispielsweise ein Sprint-Planning drin, die Requirements, die weiterentwickelt werden können, auch im Rahmen von so einer hybriden Implementierung. Das heißt, das ist was man ja vom Agilen dann mit drin hat. Es müssen sich dann aber parallel auch die Designs, die Konfiguration, die Entwicklung und die Testcases, die vom Fachbereich kommen, die müssen auch parallel weiterentwickelt werden und können in solche Sprints dann auch entsprechend dann eingebunden werden. Und genau das ist jetzt die Überleitung auch in Richtung Process Mining, weil Sie können sich vorstellen, um jetzt eine valide Entscheidung treffen zu können, was ist denn ein gutes Vorgehensmodell oder wie kann ich mein Vorgehensmodell in der Zukunft verbessern, da würde es dann schon Sinn machen, diese Dinge zu analysieren auf Basis von erfolgten Projekten und am Ende mal zu schauen, mit welchen Konstellationen war ich jetzt vielleicht erfolgreicher, um daraus Schlüsse zu ziehen, wie ich in Zukunft vielleicht mein Vorgehensmodell verbessere oder vielleicht sogar im Währenden noch entsprechende Dinge nachjustiere. Und an der Stelle würde ich an den Clemens Schreiber übergeben, der im Prinzip jetzt uns mal zeigt, wie man Process Mining einsetzen kann, um exakt das zu tun, um ein Vorgehensmodell zu verbessern. Ja, vielen Dank, Thomas. Ich teile mal noch meinen Bildschirm. Genau. Ich hoffe, man kann den Bildschirm sehen. Ja, wir können das gut sehen. Alles klar, vielen Dank. Okay, genau, um so ein bisschen zu verstehen, genau, was Thomas gerade gesagt hat, wie man das Process Mining jetzt überhaupt verwenden kann für das Softwareentwicklungsmanagement, wollen wir kurz nochmal so ein bisschen auf die Grundlagen von Process Mining eingehen. Was ist das überhaupt und vor allem, was kann das überhaupt vielleicht? Dazu muss man ja zunächst einmal sehen, dass Process Mining so ein bisschen zwischen diesen zwei Bereichen Process Science und Data Science liegen. Wir haben beim Process Science das klassische Geschäftsprozessmanagement, wo es auch schon eine Vielzahl an Forschung gibt, die sich eben mit der Prozessmodellierung beschäftigt, mit der Prozessverbesserung, auch in Richtung Prozessautomatisierung gibt es dort einige Ansätze. Und wir haben eben im Data Science Bereich diese klassischen Problemstellungen wie Datenaufbereitung, Datenmanagement, Datenvisualisierung, Data Privacy natürlich. Genau, und Process Mining liegt so ein bisschen dazwischen. Letztendlich ist Process Mining einfach nur eine Prozessanalyse basierend auf Prozessdaten. Und dies lässt sich dann dementsprechend auch für das Softwareentwicklungsmanagement nutzen. Klassischerweise gibt es im Process Mining drei Ansätze, die sehr häufig verwendet werden und die so ein bisschen den Kern oder den wesentlichen
Nutzen von Process Mining ausmachen. Das ist zum einen das Process Discovery, das sehen wir hier an der oberen Stelle. Dort haben wir ein Ereignislog gegeben und wir wollen dementsprechend dann basierend auf diesem Ereignislog, also auf unseren Prozessdaten, ein Prozessmodell generieren, mit dem wir dann eben eine Visualisierung unseres Prozesses haben und dann schon mal erste Erkenntnisse über unseren Prozess erlangen können. Der zweite Ansatz ist die Konformitätsprüfung oder auch Conformance Checking genannt. Hier verwenden wir sowohl unsere Prozessdaten als auch ein Referenzmodell oder ein Prozessmodell, was bereits gegeben ist. Und hier wollen wir dann schauen, wie gut spiegeln unsere Prozessdaten unser Prozessmodell wider. Das heißt, wo gibt es irgendwo Abweichungen im Prozess von dem, was wir eigentlich in unserem Modell definiert haben? Genau, und wo passt das Ganze eben zusammen? Dann gibt es noch einen dritten Ansatz, das ist das Process Enhancement oder ja, Prozesserweiterung. Auch hier haben wir wieder ein Modell und unsere Prozessdaten in Form eines Event-Logs oder Ereignis-Logs gegeben. Und hier versuchen wir eben den Prozessablauf oder unser Modell entsprechend mit Kennzahlen wie Durchlaufzeiten oder eben Ressourcenverbrauch zu erweitern und somit zusätzliche Erkenntnisse zu dem Prozess zu gewinnen. Wir wollen uns heute so ein bisschen auf das Process Discovery konzentrieren, weil wir da auch einen wesentlichen Nutzen eben für das Softwareentwicklungsmanagement sehen. Grundlage für jedes Process Mining Projekt sind erstmal Daten, Prozessdaten, die uns eben, ja, die ein, die, die bei der Durchführung eines Prozesses getrackt werden. Bei der Softwareentwicklung gibt es da verschiedene Tools, die dort zum Einsatz kommen. Sowas wie GitLab oder GitHub stellen da eine gute Datengrundlage dar, wo man schon mal so ein paar Prozessdaten sammeln kann. Dann für das Process Discovery ist erstmal entscheidend, dass wir eben aus unseren Tools dieses Event-Log generieren, wo wir unsere ganzen Prozessdaten übersichtlich dargestellt haben. Dann ist es zunächst wichtig, aus diesem Event-Log solche Cases zu extrahieren. Das heißt, wir wollen wissen, wie die einzelnen Durchführungen eines Prozesses, also Cases, abgelaufen sind. Wir können hier an diesem Beispiel sehen, wir haben hier dieses Event-Log und jede einzelne Aktivität ist einer Fallnummer zugeordnet. Und wenn wir eben die Aktivitäten nach Fallnummer sortieren, dann erhalten wir eben diese Übersicht, wo wir genau sehen, wie jede einzelne Ausführung des Prozesses abgelaufen ist. Und daraus kann man dann im letzten Schritt eben ein Prozessmodell generieren, wo wir dann eben eine grafische Visualisierung von unserem Vorgehen erhalten. Genau, und jetzt werden wir noch ein bisschen technischer. Das soll nur noch mal ein bisschen dazu anregen, so ein bisschen die Problemstellung des Process Mining zu erkennen. Es ist nämlich gar nicht so einfach, von dieser Case Extraction letztendlich zu einem Prozessmodell zu gelangen. Da gibt es eben verschiedene Algorithmen, die im Process Mining entwickelt wurden, um so eine Prozessmodellierung zu erhalten. Einer der ersten oder auch einfachsten Ansätze, kann man sagen, ist der Alpha-Algorithmus. Das ist immer so ein Standardbeispiel fürs Process Discovery. Und nur um so ein bisschen zu erläutern, was so das generelle Vorgehen beim Process Discovery ist, würde ich kurz darauf eingehen, wie der Algorithmus funktioniert. Das ist so ein bisschen hier in dieser Übersicht dargestellt. Auch hier haben wir zunächst wieder ein Event-Log, extrahieren unsere Cases oder Prozessausführungen. Und dann schauen wir uns im nächsten Schritt an, wie diese Abfolge der Aktivitäten aussieht.
Und zwar schauen wir uns an, welche Aktivitäten direkt aufeinander folgen. Und wenn wir uns das hier bei diesen Traces anschauen, sehen wir, dass B immer auf A folgt, oder in diesem Fall im ersten Case auf A folgt. In dem zweiten Case folgt C auf A und so weiter. Und das wird eben erstmal ja, so festgehalten und dann in einer entsprechenden Footprint-Matrix übertragen. In dieser Footprint-Matrix haben wir alle unsere Aktivitäten. Und hier wird jeweils eben diese Verknüpfung dieser Aktivitäten festgehalten. Und da gibt es eben drei verschiedene Möglichkeiten. Das sehen wir hier unten so ein bisschen. Also entweder gibt es eine direkte Aufeinanderfolge von den Aktivitäten oder die Aktivitäten folgen in einer Nebenläufigkeit aufeinander. Oder es ist eben kein direkter Zusammenhang zwischen den Aktivitäten zu erkennen. Genau. Wenn wir dann festgestellt haben, wie diese Abläufe aussehen, also ob wir eine Kausalität, eine Nebenläufigkeit oder eine Auswahl haben, können wir dann eben in dem nächsten Schritt ein entsprechendes Prozessmodell erstellen. Und genau, können dann eben in dem Prozessmodell erkennen, ob eben eine Auswahl in einem Prozess vorliegt, also eine Auswahl zwischen verschiedenen Ausführungspfaden oder ob eben eine parallele Ausführung innerhalb des Prozesses vorliegt. Genau, also das ist nur so ein grober Einblick, wie dieses Process Discovery ungefähr läuft. Dann gibt es eben verschiedene Prozessalgorithmen, Process Discovery Algorithmen, die auch auf unterschiedlichen Ansätzen basieren, aber das ist eben so ein Standardvorgehen, was eben in verschiedenen Algorithmen auch immer wieder auftritt. Genau. Wenn man das Ganze dann in so einem Process Mining Tool sich anschaut, dann hat man eigentlich mit den Algorithmen weniger zu tun. Dort gibt es recht einfache Darstellungen der Prozesse in der Regel. Wir haben hier ein Beispiel aus dem Process Mining Tool Disco gewählt. Und genau, darauf werden wir gleich in der Live-Demo noch ein bisschen genauer eingehen, um so ein bisschen zu zeigen, was diese Process Mining Tools noch so alles können. Genau, damit würde ich dann an den Sascha wieder weitergeben. Genau, bevor wir zur Live-Demo kommen, halten wir den Spannungsbogen noch und schauen uns an, jetzt mit dem Process Mining im Fokus Software Engineering nochmal ein bisschen das Big Picture, was wir vorhaben. Ich muss gerade meine Maus auf den richtigen Bildschirm bringen. Jetzt. Letztendlich geht es darum, dass wir Process Mining nutzen, um die kontinuierliche Verbesserung des Vorgehensmodells im Software Engineering zu unterstützen. Ganz konkret bedeutet das, wir haben sowieso schon immer unsere Vorgehensmodelle kontinuierlich verbessert, hinterfragt und überlegt, was können wir besser machen im Rahmen unserer Softwareentwicklung. Das haben wir durch verschiedenste Methoden getan, um wieder aus der Praxis zurückzuspiegeln, wie das Vorgehensmodell abgelaufen ist. Jetzt bekommen wir dazu eine neue Methode, die sich im Wesentlichen einsetzen lässt für uns jetzt in dieser Phase Durchführung des Projektes nach dem Vorgehensmodell. Dabei Aufzeichnung des Process Logs und dann diesen Process Log nutzen, um die Ausführung des Vorgehensmodells zu überwachen. Man könnte auch sagen, nochmal den Prozess zu reingenieren über das Process Log und dann zu schauen, wo weicht der Prozess, wie er gelebt wird, ab vom Vorgehensmodell oder vielleicht wird er auch identisch mit dem Vorgehensmodell gelebt. Aber wir erkennen Schwächen in der praktischen Durchführung, weil wir bemerken, dass die Anordnung der einzelnen Aktivitäten, zum Beispiel bei nebenläufigen Aktivitäten, einzelnen Aktivitäten, sehr unterschiedlich lange dauern und das Warten auf das Abschließen einer anderen Aktivität bei einem Join vielleicht gar nicht notwendig wäre. Um solche Dinge erkennen zu können, müssen wir in der Lage sein, das Process Mining anzuwenden auf die Projektdurchführung.
Und hier haben wir jetzt einen kleinen Auszug der Projektdurchführung, jetzt mal im Beispiel eines agilen Vorgehensmodells. Da haben wir als erste Aktivität die Planung des Sprints. Dann führen wir einen Sprint, also eine Entwicklungsetappe aus und haben dann ein Review. Das machen wir ja mit Unterstützung von Werkzeugen. Clemens Schreiber hat schon gesagt, wir haben ein Versionsverwaltungswerkzeug wie Git beispielsweise im Einsatz, als Ausprägung GitLab, GitHub und so weiter. Wir haben vielleicht noch zusätzliche Werkzeuge im Einsatz, wie ein System wie Jira oder nutzen eine GitLab-integrierte Verwaltung von Tasks, das ist jeweils unterschiedlichen Projekten. Aber diese Werkzeuge schreiben Ereignisse, zum Beispiel bei einem Commit oder bei einem Schließen eines Tickets oder beim Anlegen einer Aufgabe und so weiter. Und diese Ereignisse zu extrahieren, ist dann der erste Schritt und aus dieser Extraktion ein Event-Log zu generieren, was dann verarbeitet werden kann durch das Process Mining. Das heißt, da haben wir eine gewisse Vorverarbeitung, die auf die Werkzeuge anzupassen ist, dass wir das so extrahieren können, dass wir die Aktivitäten aus unserem Vorgehensmodell mappen können mit den Aktivitäten, die wir in diesem Log haben. Dann können wir ein Process Mining anwenden, bekommen dann das gelebte Prozessmodell und wir haben unabhängig davon eine Bewertung des Projektes. Also wir wissen, ob das Entwicklungsprojekt in der Zeit fertig wurde, ob es in den Kosten geblieben ist, wie die Qualität ist. Die brauchen wir, um beim Lernen später bewerten zu können, wenn wir jetzt uns dem gelebten Vorgehensmodell annähern mit dem definierten Vorgehensmodell, ob das eine gute Annäherung ist, weil es ein sehr erfolgreiches Projekt war und es vielleicht am Vorgehensmodell lag, oder ob wir eher gucken müssen, was sind Abweichungen, die vielleicht zu einem negativeren Verlauf geführt haben. Und mit diesen Informationen können wir dann die Abweichungen identifizieren, bewerten, den Verbesserungsbedarf im Vorgehensmodell identifizieren und dann den Verbesserungsbedarf im Vorgehensmodell umsetzen. Das ist die Idee und die Theorie, wie wir das einsetzen wollen. Und wir schauen jetzt einen Blick in die Praxis, in zwei Werkzeuge, ein Open-Source-Werkzeug und ein kommerzielles Werkzeug, wie das aussehen kann. Und Clemens, wir freuen uns auf die Live-Demo und ich darf noch mal darauf hinweisen, wem sie zu schnell geht. Es gibt eine Aufzeichnung, dann kann man sie vielleicht noch mal nachhören, aber wir hoffen, sie ist nachvollziehbar. Genau. Vielen Dank, Sascha, nochmal für die Überleitung. Der Bildschirm sollte jetzt auch wieder zu sehen sein, genau. Wir haben uns so ein bisschen mit dem Thema Process Mining Softwareentwicklung auch aus der Literaturperspektive beschäftigt. Also wir haben mal geschaut, was gibt es da eigentlich so alles schon für Ansätze und vielleicht auch Anwendungsbeispiele. Und wir haben da auch schon eine ganze Menge gefunden. Hier ist vielleicht ganz interessant, also wer das mal nachlesen möchte, da gab es im letzten Jahr im Informatikspektrum, haben wir da einen Artikel veröffentlicht. Da ist das Ganze nochmal so ein bisschen mehr zusammengefasst. Wir haben eine ganze Anzahl an Arbeiten gefunden, die auch verschiedene Werkzeuge verwenden. PROM ist so ein Forschungstool, was von der Bedienung her nicht ganz so schön ist, aber schon so seinen Nutzen erfüllt. Was wir heute eben nochmal zeigen wollen, ist Disco. Das ist so ein kommerzielles Tool, was von der Bedienung her recht einfach ist und sehr schnell einen guten Einblick in die Prozesse gibt. Disco ist vielleicht auch bekannt, ist auch ein kommerzielles Tool, was sehr stark gewachsen ist in der Nutzerzahl in den letzten Jahren. Und wir wollen zusätzlich noch eine Python-Library vorstellen, die als Open-Source-Tool eben verwendet werden kann. Genau, was eben dann noch interessant ist, dass auch für die Softwareentwicklung verschiedene oder für das Process Mining in Kombination mit Softwareentwicklung verschiedene Datenquellen verwendet wurden. Was eben so die klassischen Tools sind, so Jira, GitLab, GitHub.
Wurde hier noch gar nicht so gezeigt, das, oder gar nicht so verwendet. Das liegt eher zum größten Teil daran, dass die Paper relativ alt schon waren, dass quasi der Ansatz schon irgendwie 2005, 2006 schon getestet wurde und dort eben damals einige Tools noch gar nicht zur Verfügung standen. Aber es gibt hier einige alternative Lösungen, die hier dann als Datenquelle verwendet wurden. Genau. Und diese Anwendungsfälle wurden sowohl für kommerzielle Softwareentwicklung als auch für Open Source Softwareentwicklung angewandt, was vielleicht auch nochmal ganz interessant ist, da es da ja durchaus auch Unterschiede gibt. Wie das Ganze dann aussehen könnte, haben wir mal versucht, beispielhaft darzustellen. Wir haben einfach mal so einen Event-Log künstlich generiert und das dann in Disco eingelesen. Genau, das ist eben so ein Verlauf, wie er ja, nach dem Entwicklungsprozess, wie Thomas ihn vorgestellt hat, ablaufen könnte. Genau, was man hier so ein bisschen sieht, sind die einzelnen Aktivitäten, die ausgeführt wurden, wie häufig diese Aktivitäten ausgeführt wurden und wie häufig die einzelnen Pfade eben ausgeführt werden. Genau, das werden wir noch mal ein bisschen genauer erläutern. Da wir bisher noch nicht so einen kompletten Datensatz haben, der irgendwie eine komplette Softwareentwicklung abbildet, haben wir hier uns geholfen, indem wir so einen öffentlich zugänglichen Datensatz verwendet haben, der von der BPI Challenge 2013 kommt. Das ist so ein Wettbewerb oder eine Challenge, die jedes Jahr stattfindet, wo eben ein Datensatz öffentlich bereitgestellt werden wird und dann mithilfe von Process Mining Verfahren dieser Datensatz ausgewertet werden soll. Wir haben hier einen Datensatz, der im Bereich des IT-Services von Volvo in Belgien generiert wurde. Der Datensatz besteht aus 200 oder dieser Prozess oder dieser Event-Log besteht aus 262.200 Events, über 12.000 Cases oder Ausführungen, insgesamt 36 verschiedenen Aktivitäten und wurde im Lauf von mehreren Monaten ausgeführt und getrackt. Dokumentiert wurde der ganze Prozess über dieses Service Management System und die Wiederherstellung dieses Prozesses war eben die Aufgabe dieses Prozesses war eben die Wiederherstellung der Funktionalität verschiedener Services in kürzester Zeit und eben die langfristige Sicherstellung der Servicequalität. Basierend auf den Daten kann man dann sich verschiedene Fragestellungen überlegen. Werden Probleme zum Beispiel zu schnell weitergeleitet? Gibt es unnötige Prozessschleifen, die sich vielleicht verhindern oder vermeiden lassen? Und was ist also vielleicht so ein bisschen der Best Practice mit Hinblick auf Performance und verschiedenen Kennzahlen? Wenn wir uns das Ganze mal in Disco anschauen, dann ist zunächst immer der erste Schritt, ich muss erst einmal meine Daten in das Tool laden. Entschuldigung. Genau, das geht relativ einfach über so ein neues Projekt, was man hier starten kann. Ich habe das jetzt schon mal gemacht, deswegen würde ich das jetzt nicht nochmal tun. Ich habe für das Event-Log ein bestimmtes Format verwendet. Das nennt sich XES-Format. Das ist so ein Standard-Process-Mining-Format, was auf XML basiert. Dadurch muss ich jetzt nicht noch einmal irgendwie Datenformate Zeitformate anpassen, sondern das wird automatisch von diesem Tool erkannt. Das heißt, ich muss hier keine Datenaufbereitung mehr vornehmen, sondern kann mir dann den Prozess gleich anzeigen lassen über View Details
Das ist jetzt nicht der gesamte Datensatz, den wir zur Verfügung hatten, sondern nur ein Teil davon, weil der ja einen bestimmten Teil des Prozesses auch abbildet. Wir können hier sehen, dass wir ja hier eben den Ablauf des Prozesses mit den Aktivitäten und den Verknüpfungen zwischen diesen Aktivitäten zunächst sehen. Man kann in Disco verschiedene Detailgrade einstellen. Das heißt, hier haben wir jetzt nur einen Teil der verschiedenen Ausführungspfade angezeigt. Wenn wir hier einen höheren Detaillierungsgrad sehen wir, dass der Prozess gleich sehr viel komplexer wird, was je nachdem, was das Ziel der Analyse ist, eben auch sehr hilfreich sein kann. Das ist zunächst dieser Prozessablauf. Man kann gleichzeitig in Disco aber auch verschiedene Kennzahlen überprüfen, zum Beispiel die Durchlaufzeit verschiedener Prozessvarianten oder Prozessausführungen. Hier sehen wir zum Beispiel, dass diese eine Ausführung über 2 Jahre gedauert hat. Da kann man dann vielleicht schon mal stutzig werden und mal genauer in diesen Prozess reinschauen. Das geht dann über diese Cases. Hier habe ich jede einzelne Ausführung der Prozesse aufgezählt und kann dann detaillierter reinschauen, okay, welche Aktivitäten waren da involviert, welche Mitarbeiter vielleicht sogar oder welche Partner waren jeweils in diesem Prozess dann involviert. Genau, das kann ich auch hier über eine Ressourcenanalyse nochmal machen, wo ich dann verschiedene Mitarbeiter hier zum Beispiel aufgezählt habe und sehe, wie häufig die jeweils an den Ausführungen oder an den Aktivitäten beteiligt waren. Eine letzte Sache, die vielleicht noch interessant ist, man kann auch hier nach Aktivitäten filtern, den Prozess. Das heißt, wenn ich hier auf eine einzelne Aktivität klicke, da hatte ich mir das mal angeschaut, es gab hier einen Fall in dem Prozess, wo der Prozess gecancelt wurde. Das ist ja erstmal fragwürdig, warum das, oder ist vielleicht interessant zu wissen, woran das gelegen hat. Dann kann ich hier auf diese Aktivität klicken und eben einen Filter festlegen, wo ich sage, ich will nur die Ausführungspfade sehen, wo diese Aktivität mit enthalten ist. Dann kann ich auf Apply Filter gehen und dann wird mir entsprechend dieser Prozess nochmal oder dieser Ablauf nochmal genauer angezeigt. Über Statistiken kann ich dann wieder sehen, welche Ressourcen da involviert waren, wann das stattgefunden hat und wie lange die Ausführungszeit war. Genau, das ist so. Ja, die Lösung von Disco, Celonis macht das auch so ähnlich, auch so ein gängiges Process Mining Tool. Da ist der Nachteil immer so ein bisschen, das kostet halt was, wenn man nicht gerade eine akademische Lizenz hat oder eben nur eine Demo-Version verwenden will. Da ist eben eine Alternative, dass man sich ein Open-Source-Tool sucht. Eine Möglichkeit ist da PROM. PROM ist eben, wie gesagt, eher so ein Forschungstool. Eine andere Alternative ist BMVPy. Das ist so eine Python-Library, die vom Fraunhofer-Institut mitentwickelt wird oder hauptsächlich entwickelt wird. Wenn man sich das genauer anschauen will, kann ich diese Website empfehlen, bmvpy.com oder einfach mal googeln, PM4Py, dann findet man es auf jeden Fall. Was ich hier sehr schön finde, ist, dass diese Library auch eine sehr schöne Dokumentation hat. Wir können hier eben die verschiedenen Funktionalitäten sehen von PM4Py. Unter anderem können wir hier eben auch Conformance-Checking durchführen. Wir haben hier verschiedene Process-Discovery-Algorithmen implementiert, die man verwenden kann. Es lässt sich zusätzlich eine Simulation durchführen oder eine Netzwerkanalyse.
Genau, also es gibt eine Vielzahl von implementierten Algorithmen, die hier gegeben sind. Und ich will das nochmal ganz kurz demonstrieren, wie das ungefähr abläuft. Hier habe ich jetzt mal dieses Event-Log genommen, was wir vorhin schon mal in der einen Slide gesehen haben. Auch hier ist wieder das Vorgehen. Also ich muss zunächst erstmal PMFPI installieren bei mir in der Entwicklungsumgebung. Dann muss ich den Datensatz eben hochladen. Ich habe das Ganze hier mal ganz einfach mit so einem Jupyter Notebook gemacht. Das ist so eine Entwicklungsumgebung für Python. Genau, hier lade ich eben dann auch wieder meinen Datensatz hoch. Das dauert ein bisschen länger. Genau, im nächsten Schritt muss ich das dann noch formatieren, die Daten. PMFPI arbeitet mit so einem Event-Log-Object. Genau, das ist halt kein so standardmäßiges Datenformat, so wie Pandas oder sowas, sondern ich habe hier ja so ein eigenes Datenobjekt. Wenn man sich hier diesen Objekttyp mal anzeigen lässt, wird eben ja, das so als PMFPI-Object angegeben. Ich kann hier aber auch einzelne Kennzahlen oder Informationen aus diesem Data Frame oder aus diesem Datenobjekt dann herausziehen. Und was ich eigentlich nur noch mal zeigen wollte, auch hier können wir eben wieder diesen Directly Follow Graph verwenden, den wir auch in Disco schon gesehen haben, und uns entsprechend diese Grafik dann anzeigen lassen. Und dann sehen wir schon, dass es relativ ähnlich zu dem Ergebnis ist, was wir auch in Disco hatten. Hier haben wir jetzt nicht so einfach die Möglichkeit, in diesem Prozessmodell ja, unterschiedliche Aktivitäten zu filtern oder ja, konkreter in den Prozess hineinzuschauen. Das muss man dann eben manuell über entsprechende ja, Anfragen machen. Genau, das wollte ich kurz nochmal dazu zeigen. Und das war dann auch schon das Ende von der Demo. Damit würde ich dann an Thomas Kahle nochmal übergeben, der nochmal einen Ausblick und ein Fazit von unserem Vortrag hält. Meine Folien werden angezeigt? Ja, deine Folien werden angezeigt, ja. Gut, genau. Ja, wir liegen super in der Zeit. Ich denke, wir haben jetzt noch die letzten 5 Minuten noch für ein Fazit und Ausblick und stehen dann auf jeden Fall auch für entsprechende Fragen dann im Nachgang zur Verfügung. Ich denke, es war ja eine sehr interessante Zusammenstellung von verschiedenen Dingen, wo man auf den ersten Blick denkt, das passt irgendwie gar nicht zusammen. Weil Process Mining ist ja in aller Munde, aber wird derzeit als Technologie eingesetzt, eher um, ich sage mal, Prozesse automatisiert transparent zu machen und deshalb hauptsächlich eigentlich im Zusammenhang mit Unternehmenssoftware, dass man ein ERP-System auswertet, beispielsweise SAP, Microsoft oder Oracle beispielsweise, wo man auf ERP-Systeme zugreift und mal guckt, wie die Prozesse da laufen und die Konzepte einsetzt, eben mit dem Process Discovery, das ja der Clemens schön gezeigt hat, wie das funktioniert, wo man aus den Systemen rausliest, wie die Prozesse da laufen. Conformance-Checking, um zu überprüfen, ob die Prozesse in den ERP-Systemen tatsächlich so laufen, wie man sich das vorstellt oder wie es dann vielleicht auch von Compliance-Regeln entsprechend vorgegeben ist. Und Process Enhancement, um die Geschäftsprozesse dann im Zweifelsfall auch zu erweitern auf Basis der Erkenntnisse. Das heißt, das ist derzeit so, ich sage mal, das Hauptaufgabengebiet vom Process Mining. Und ich denke, wir haben das jetzt genommen, um es mal in einen komplett anderen Bereich zu übertragen. Und der ist im Prinzip, die ist die Übertragung auf Vorgehensmodelle. Und im Prinzip ist schon ein Vorgehensmodell eigentlich auch nichts anderes wie ein Prozess. Und deswegen kann man das, denke ich, auch relativ gut übertragen.
und kann es nutzen, um zu bewerten, ob Vorgehensmodelle, ob die entsprechend gut laufen, vielleicht auch um, ja, um Enhancements durchzuführen, also sprich Verbesserungen durchzuführen und zu gucken, was kann ich in meinem Vorgehensmodell für zukünftige Projekte dann besser machen. Und was wir ja auch gesehen haben, jetzt die unterschiedlichen Ansätze von den Vorgehensmodellen agil, klassisch oder hybrid, was zurzeit auch ein bisschen mehr kommt, gerade bei der Unternehmenssoftware. Und dass es eben keine pauschale Antwort gibt, was ist jetzt das beste Vorgehensmodell, das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Und ich denke, da weiß man derzeit auch noch nicht genau, was diese Faktoren sind. Man hat eine Vermutung, was die Faktoren sein könnten. Und da erhoffen wir uns, dass man auf Basis von den Erkenntnissen, die man dadurch gewinnt, dann zukünftig vielleicht einfach besser definieren kann, welches Vorgehensmodell oder welche Mischung von Vorgehensmodellen das bei einem Implementierungsprojekt dann am besten passt. Und die Voraussetzung, und da ist genauso wie bei den Unternehmensprozessen oder bei den ERP-Prozessen, die Voraussetzung dafür, dass man das machen kann, ist, dass wir die entsprechenden Daten haben. Und klar, bei einem ERP-System kommen die Daten aus dem ERP-System an sich. Bei den Vorgehensmodellen tut man sich ein bisschen schwerer, weil letztendlich braucht man dann die Systeme, wo das, was im Projekt gemacht wird, irgendwo dokumentiert ist und wir auf diese Daten zugreifen können. Und das sind die Beispiele eben aus dem Git oder aus dem Jira, wo man Dinge rauslesen kann. Aber letztendlich bei Projekten, wo es um Unternehmenssoftware geht, sicher auch Repositories, wo Informationen über die Konfiguration drinstehen, Informationen über Geschäftsprozesse und wie die angepasst werden. Also das sind viele Systeme, auf die man dann zugreifen muss, um letztendlich alle Daten dann entsprechend zusammen zu bekommen, um dann die richtigen Schlüsse zu ziehen. Und dann kann das Ganze genutzt werden, um Vorgehensmodelle für die Zukunft dann zu verbessern und zu überlegen, wie kann ich die anpassen und wie kann ich vielleicht auch bessere Entscheidungen treffen für die Zukunft. Und wenn man das Ganze noch ein Stückchen weiter sieht in Richtung Ausblick, dann wäre natürlich das, was man gerne hätte, dass man während eines Projekts vielleicht schon einen entsprechenden Input bekommt, was kann ich während der Projektausführung schon anpassen, damit es vielleicht am Ende ein Erfolg wird oder dass ich sehe, ja, ich bin jetzt vielleicht auf dem verkehrten Kurs, ich muss nochmal nachjustieren, muss Dinge in meinem Vorgehen ändern, um das Ganze dann sauber ins Ziel zu führen. Und ich denke, wenn man, also da ist noch einiges zu tun, ich denke, Ideen sind da, aber ich glaube, da ist sicher auch noch viel Platz für die eine oder andere wissenschaftliche Arbeit, wo man da noch ein bisschen forschen kann. Und damit würde ich den offiziellen Teil vom Vortrag dann ja super pünktlich schließen und würde einfach die Fragerunde an der Stelle eröffnen. Genau, ich darf zunächst ganz herzlich Danke sagen, lieber Thomas, lieber Clemens, vielen Dank, dass ihr auch diese beiden Perspektiven noch zusammen mit uns hier hineingebracht habt und darf dann wirklich die Fragerunde eröffnen. Ich habe vorhin schon eingeführt, entweder gerne den Chat nutzen, dann werde ich die Frage vorlesen, aber den Autor nicht nennen, weil wir das Webinar aufzeichnen, oder die Hand heben, dann kann man eine Frage stellen, indem man freigeschaltet wird, dann per Ton oder wenn man möchte auch per Video zu sehen und zu hören ist und auch im Webinar in der Aufzeichnung zu sehen und zu hören sein wird, die wir veröffentlichen werden. Genau, wer eine Frage hat, gerne den Chat nutzen oder die Hand heben. Wir nehmen den dann gerne mit hinein in unsere Betrachtung. Während Sie überlegen und Ihre Frage vielleicht auch tippen im Chat, hätte ich eine erste Frage. Thomas, es ist ja ganz toll, dass es ein Industrieunternehmen gibt, was so reflektiert mit Vorgehensmodellen umgeht und umgehen möchte und so seine Vorgehensmodelle verbessern möchte. Ich habe oft den Eindruck, dass natürlich man irgendein Vorgehensmodell adaptiert, aber dass die Zeit, das gründlich zu hinterfragen, das zu reflektieren, das kontinuierlich zu verbessern, in der Praxis nicht immer so genutzt wird. Was ist eure Motivation, da kontinuierlich dran zu bleiben, auch sich eine andere Methode anzuschauen und ein Vorgehensmodell zu verbessern? Ja, also leider ist es tatsächlich so, wie du auch sagst, dass natürlich
in den Projekten es oft so ist, dass man zwar, ich sage mal, im Vorgehen auch einen Punkt verankert hat, dass man am Ende des Projekts einen Review macht. Das ist in der Theorie ist es immer vorgesehen. Das Problem in der Praxis ist oftmals, dass wenn das eine Projekt zu Ende ist, dann startet quasi parallel schon mal das Neue. Und man muss gucken, dass man da wirklich sehr diszipliniert ist und das auch konsequent dann durchzieht, dass man Reviews macht von durchgeführten Projekten und den Input dann verarbeitet für die weiteren. Aber klar, unsere Motivation ist natürlich, dass wir uns auch permanent auch entsprechend verbessern wollen. Und die Welt wird ja immer ein bisschen komplizierter jeden Tag und es kommen neue Regeln dazu, die dann zu beachten sind. Deswegen steht es eigentlich auch permanent auf dem Prüfstand und wird auf Basis der bestehenden Projekte dann entsprechend verbessert. Und wir hoffen uns natürlich auch durch solche Mechanismen dann zukünftig noch, wir haben bis vielleicht ein bisschen einfacheres Feedback zu laufenden Projekten. Vielen Dank, Thomas. Eine zweite Frage an dich, Clemens. Jetzt haben wir verschiedene Tools gesehen, zwei verschiedene Tools für Process Mining und ich weiß, du kennst selbst noch eine Reihe mehr Werkzeuge und hast mit denen schon gearbeitet. Der erste Unterschied, der mir aufgefallen ist, das kommerzielle Tool hat eine Oberfläche, die es vielleicht jedem ermöglicht, das gut zu bedienen und irgendwie die Analysen auszuwerten. Die Open-Source-Lösung erfordert mehr Know-how in der Bedienung und braucht irgendwie auch andere Kenntnisse, um sie anwenden zu können. Wenn man mal von diesem ganz großen Unterschied absieht, gibt es große Funktionsunterschiede noch in den Lösungen oder ist wirklich so eine Frage zwischen Open Source und der kommerziellen Lösung, die sich auf Usability fokussiert? Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Genau, also du hast bei Disco, ein großer Nachteil ist zum Beispiel, dass du kein Conformance-Checking durchführen kannst. Also du kannst halt kein Prozessmodell mit deinen Prozessdaten vergleichen. Andere kommerzielle Tools ermöglichen das. Ich glaube, bei Celonis gibt es diese Funktion. Genau, das ist so ein der wesentlichen Unterschiede. Im Prinzip kannst du aber auch bei Disco relativ viele statistische Analysen noch machen und dir halt verschiedene Kennzahlen anzeigen lassen. Was ich vielleicht noch empfehlen kann, ist eben, weil du die Benutzeroberfläche angesprochen hast, ist, dass man sich PROM vielleicht mal anschaut. Bei PROM hat man eben so eine Benutzeroberfläche, das ist auch komplett kostenlos. Da kann man vielleicht auch so ein bisschen ausprobieren, ob Process Mining einem einen Mehrwert bringt oder nicht. Da habe ich eben so dieses Drag-and-Drop-Verfahren, also dass ich verschiedene Algorithmen habe, die ich dann zusammen mit meinem Datensatz kombinieren kann und dann automatisch eben ein Prozessmodell generiert bekommen oder eine entsprechende Prozessauswertung. Genau, das wäre eben zu PM4Py nochmal so eine Open-Source-Alternative, die vielleicht ein bisschen benutzerfreundlicher wäre. Genau. Ja. Vielen Dank, Clemens. Jo. Genau. Boom ist auch Open-Source und ist dafür ein guter Kompromiss. Vielen Dank nochmal für die Ergänzung. Wir haben eine erste Frage im Chat. Die Frage ist, gibt es Plugins, also den Begriff darf man bestimmt weit auslegen, in agilen Planungstools, die es zum Beispiel ermöglichen, in einer Iteration, in der Retrospektive oder in einer Prozessretrospektive greifbar zu machen, wie der Prozess ist. Ich hoffe, ich habe die Frage so richtig interpretiert, sonst gerne nochmal den Chat konkretisieren. Wir können ja noch alle Fragen und Antworten lesen. Und dann würde ich zunächst mal an die Praxis weitergeben. Vielen Dank für die Rückmeldung, dass die Frage richtig interpretiert ist. Vielleicht an Kale fragen, was momentan in der Praxis eingesetzt wird und dann nochmal schauen, was vielleicht in der Zukunft kommt. Wobei bei den agilen Tools, ich glaube, da bist wahrscheinlich eher du der Experte. Vielleicht, also da würde ich mal die Frage an dich entsprechend übergeben.
Okay, das heißt, in der Praxis noch nicht in dem Moment angekommen. Ich würde es auch aus der Perspektive agile Werkzeuge momentan sehen, dass es innerhalb von agilen Werkzeugen, wenn man zum Beispiel auf Jira schaut oder auf GitLab schaut, bereits eine gute Menge integrierte Analysemöglichkeiten gibt, die zum Beispiel aufzeigen, wer committet wie viel, welche Tickets sind besonders lange offen und ähnliches, die also in ihrem eigenen Fokus, in ihrer eigenen Denkweise eine gute Analyse darstellen, die aber jetzt nicht eine Prozessextraktion ermöglichen. Und dementsprechend würde ich sagen, für die Prozessextraktion haben wir einen Ansatz präsentiert, der spannend ist, den ich noch nicht in agilen Tools so state of the art umgesetzt sehe. Aber man kann diese anderen Dinge tun. Genau, ich greife nochmal die Nachricht aus dem Chat aus. Die Ursachenforschung für Verzögerungen als ein Anwendungsfall wäre dann sehr spannend. Meistens auch, weil ich, wenn ich zum Beispiel jetzt eine Verzögerung habe, die auf einer Ressourcenknappheit basiert, also dass eine einzelne Ressource nicht zur Verfügung stand, um irgendwas zu machen, dann kann ich das nicht unbedingt nur sehen, wenn ich dieses eine GitLab analysieren kann, sondern wir leben ja in einer Welt, in der Mitarbeitende oft in mehreren Projekten oder in mehreren Aufgaben unterwegs sind. Das heißt, dann müsste ich diese Daten verschneiden können mit anderen Daten und dementsprechend bräuchte ich eine externe Analysemöglichkeit, weil nicht alle Projekte im gleichen Tooling unterwegs sind. Es ist aber auf jeden Fall eine spannende Frage und wir können da gerne im Kontakt bleiben dazu. Wir sind da auch gerade dabei, die Idee weiterzuentwickeln und wenn Sie den Chat nutzen oder mir eine E-Mail schreiben, bleiben wir da gerne im Kontakt dazu. Genau, gibt es weitere Diskussionspunkte oder dazu nochmal eine Rückfrage, dann gerne den Chat nutzen oder Hand heben. Sehr gerne. Genau, vielen Dank für Ihre E-Mail-Adresse. Ich werde nachher noch eine E-Mail schreiben, dann können wir im Kontakt bleiben. Okay, dann eine Frage nochmal an beide Referenten. Was wäre denn aus eurer Sicht jetzt so der nächste Schritt, einmal aus der Forschungsperspektive und einmal aus der Industrieperspektive? Und ich versuche dann vielleicht beides zusammenzubringen, was als nächstes anstehen würde. Also wir haben schon gesagt, es gibt noch eine Menge zu tun in dem Bereich. Was wäre das Nächste, was so am wichtigsten wäre? Ich kann ja mal starten. Also ich denke, aus der Praxissicht wäre es jetzt wichtig, dass wir für die entsprechende Datenbasis sorgen. Also sprich, wir müssen uns überlegen, welche Systeme brauchen wir zusätzlich zu den genannten noch, um die entsprechenden Events, um die Daten über die Events dann zu extrahieren, dass wir jetzt im Prinzip starten können, die Daten zu sammeln und dann entsprechend dann durch die Tools auszuwerten und dann halt die entsprechenden Schlüsse zu ziehen. Das wäre sicher das Wichtigste, weil ich glaube, ohne eine valide Datenbasis werden wir auch keine Entscheidungen treffen können. Und ich denke, umso früher wir anfangen, die Daten zu sammeln, umso besser. Genau, so aus der Forschungsperspektive spielen die Daten, ja, also jetzt so für meine Forschung immer nicht, also nicht so die große Rolle. Wir nehmen halt immer an, es gibt irgendwo Daten und die werden uns irgendwie bereitgestellt und beschäftigen uns dann, okay, was machen wir jetzt mit den Daten? Aber es ist tatsächlich auch so im Process Mining allgemein ein Problem, irgendwie an Daten zu kommen, mit denen man dann auch entsprechende Forschung machen kann. Diesen Datenset, den wir da vorgestellt haben und auch heute verwendet haben, das ist halt so ein gängiger Weg, um irgendwie Analysen durchzuführen, die man dann auch irgendwie für die eigene Forschung verwenden kann. Was so bei Process Mining allgemein vielleicht immer noch oder ein ständiges Thema ist, ist halt die Einbindung von Machine Learning-Ansätzen, dass man halt in Richtung Vorhersage von Ereignissen oder auch Richtung Automatisierung von Prozessen Machine Learning-Verfahren einsetzt. Inwieweit das für die Softwareentwicklung wirklich machbar ist, ist
ist eine interessante Frage. Da kann man sicherlich in Zukunft ja, überlegen, ob sich vielleicht sogar auch ja, in der Softwareentwicklung eben Prozessschritte automatisieren lassen, sowas wie Software-Testing oder sowas zum Beispiel. Ja, also ja, gibt viele offene und interessante Fragestellungen. Ein vielleicht noch so ein letzter kleiner Forschungsaspekt ist auch die Einbindung von verschiedenen Perspektiven in den Prozess, also dass man halt nicht nur den Ablauf des Prozesses betrachtet, sondern gleichzeitig auch ja, die Datenverfügbarkeit, Ressourcenverfügbarkeit, ja, also ganz ja, verschiedene Perspektiven eines Prozesses, unabhängig von dem Kontrollfluss, also von dem Ablauf des Prozesses. Genau, das ist auch so ein, ja, genau, so ein aktuelles Thema. Ja. Ja, dann vielen Dank euch beiden nochmal für die Eindrücke. Mein eigener Eindruck ist, passt eigentlich sehr gut dazu. Zum einen nehme ich wahr, dass Datenverfügbarkeit ein spannendes Thema ist, um dann auch wirklich praxisnah das forschen zu können. Da bin ich bei Thomas Kahle, Datenaufzeichnung und Daten verwertbar machen ist ein spannendes Thema. Ich glaube aber auch, dass Extraktion ein sehr spannendes Thema ist, weil ich denke, wir zeichnen eine Menge Daten auf, aber in verschiedensten Tools. Und dann habe ich die Probleme, die dort zu extrahieren, die nutzbar zu machen, weil ich Formate konvertieren muss, weil ich auch unterschiedliche Identifier habe, um einen einzelnen Case von einem Prozess Typ zu extrahieren oder um eine einzelne Ressource wirklich ansprechen zu können, um einen Aktivitätstyp wiederzuerkennen. Das ist eine Herausforderung und genau diese Herausforderung, diese Daten verfügbar zu machen, um dann die Methoden, die sicherlich noch verbessert werden können, aber schon da sind und für den ersten Einsatz meines Erachtens ausreichend anwenden zu können, ist eine Herausforderung, der man sich stellen kann und wo ich mich drauf freue. Dann wären wir langsam am Ende unserer Session. Ich würde Ihnen noch mal kurz einen Überblick geben über das verbleibende Open House. Wir haben jetzt ab 12 Uhr, also bald, zum einen Mittagspause. Ich hoffe, Sie haben eine gute Gelegenheit, irgendwo was zu essen. Ein digitales Open House ermöglicht es ja nicht, das gemeinsam in unseren Räumlichkeiten zu tun. Aber wir haben Möglichkeiten, Dinge gemeinsam zu tun. Nämlich wir haben zwei virtuelle Führungen durch das House of Living Labs. Die Umgebung hat sich auch in den letzten 2 Jahren weiterentwickelt und wir laden Sie gern ein, einer virtuellen Hall-Führung teilzunehmen, auch virtuell das Hall zu erleben. Und gleichzeitig gibt es die Möglichkeit, im 15-Minuten-Takt an verschiedenen Live-Demo-Sessions teilzunehmen. Da finden Sie im Programm den genauen Ablauf. Dort können Sie einzelne Demonstratoren nochmal genauer anschauen in einem 15-Minuten-Slot, sich den erklären lassen, auch Rückfragen stellen. Und dort werden Sie wirklich den Demonstrator live auf dem FZI Open House erleben, wie er da momentan steht und arbeitet. Ein FZI-Kollege wird Ihnen den entsprechend erklären, beziehungsweise auch für Rückfragen bereitstehen. Und am Nachmittag, dann ab 14 Uhr, haben wir wieder die Mischung aus Transferforen und Vertiefungsformate. Sind dort auch wieder thematisch sehr breit aufgestellt. Sie haben sich bestimmt schon angeschaut, welches Format für Sie am besten passt und wo Sie gerne teilnehmen wollen. Und ab 15.30 Uhr, quasi nach einer individuellen Kaffeepause zu Hause, dann Zeit für ein Abschlusspanel. Dort werden wir nochmal mehrere Teilnehmer des heutigen Tages und Personen des heutigen Tages zu Wort kommen lassen und ein Fazit zu dem Tag ziehen. Es würde uns freuen, wenn Sie weiter das Open House besuchen und weiter dabei sind an den verschiedensten Möglichkeiten. Ansonsten freuen wir uns auch, wenn Sie in Ihren Social-Media-Kanälen über das FZI reden, den Hashtag FZI Open House verwenden. Wir freuen uns auf Ihre Posts und sind gespannt darauf. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag, einen schönen Tag am FZI Open House und wir sehen uns vielleicht auch im digitalen Open House. Es gibt eine Chat-Funktion, können Sie uns gerne anschreiben. Einen guten Tag weiterhin.